Herzlich willkommen, mein Name ist Georg Tigrober. Ich habe mit ganz besonderen Menschen, vielen Unternehmern, die Ökonomie der Menschlichkeit ins Leben gerufen. Und die Ökonomie der Menschlichkeit ist eine Wirtschaft, die dem Leben und auch dem Menschen dient. Und da gibt es eine sehr, sehr wichtige Verbindung. Professor Joachim Bauer hat ein Buch geschrieben, Realitätsverlust. Wir durften ihn bei den Goldecker Dialogen kennenlernen und das Buch bringt die Herausforderungen absolut auf den Punkt. Und aus diesen Herausforderungen, die die digitale Welt uns beschert, gilt es, Chancen zu entwickeln für die analoge, für die physische Welt, für den realen Begegnungsraum. Und er schreibt, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen. Das ist eine ganz, ganz starke, extreme Aussage. Und er beschreibt in dem Buch sehr gut, wieso diese Welt so verlockend ist. Und alle, die Kinder haben, wissen, wie magisch das wirkt. Und sie werden da Helden, sie entwickeln sie, sie steigen im Level. Da gibt es ganz viele Dinge, die mit menschlichen Bedürfnissen zu tun haben. Und das ist aber die perfekte Illusion. Und unser Ansatz ist, in der Ökonomie der Menschlichkeit zu schauen, was können wir machen, dass wir den realen Begegnungsraum so interessant machen, dass wir nicht in die virtuelle flüchten müssen. Dass wir Erfolge im Leben haben, dass wir gesehen werden, dass wir geschätzt werden, dass wir uns begegnen. Und eine Frage, die Joachim Bauer stellen werde, ist, was unterscheidet uns Menschen eigentlich von der künstlichen Intelligenz? Und wenn wir so den Alltag sehen oder die Situation in den Nachrichten etc., dann gibt es Bedrohung über Bedrohung und das schreibt da Professor Bauer, immer mehr Menschen finden das Leben in der diesseitigen analogen Welt unerträglich. Einsamkeit, Wohnungsnot, Klimawandel, Pandemie, innergesellschaftliche Spaltung, internationale Konflikte und Krieg. Wer möchte diesen Seuchen unserer Zeit nicht entfliehen? In ein scheinbar besseres, digitales Jenseits. Und genau das ist die Verführung. Und es gibt aber viel Schönes, viel Lebenswertes bei uns. Vieles, wo es lohnt, jeden Tag aktiv zu werden. Und das können wir nähern. Unser gemeinsames Anliegen zum Beispiel ist Freude, Folge der Freude. Das ist ein Gefühl und wo Freude ist, hat Angst keinen Raum. Und da werden wir am 31. Juli, wir nennen es Buchpräsentation, es wird ein Interview werden, reden, wie können wir gemeinsam in eine lebensförderliche Richtung wirken. Seien Sie dabei, wirken Sie mit und wir werden einmal schauen, dass ein Raum ist am Schluss für Ort, eine Diskussion vielleicht nicht, aber für Ideensammlung, für Impulse. Die Ökonomie der Menschlichkeit ist ein ko-kreativer Prozess. Herzliche Einladung dazu.